Ein Hund, der mit dem Training anfängt, hat höchstwahrscheinlich eine ziemlich kurze Aufmerksamkeitsspanne. Egal, ob du einen 8 Wochen alten Welpen hast, der gerade erst zu deiner Familie gestoßen ist, oder einen 8 Jahre alten Rettungshund, der zum ersten Mal in seinem Leben trainiert. Er wird sich wahrscheinlich nicht von Anfang an voll konzentrieren können. Jedes Mal, wenn du mit deinem Hund arbeitest, trainierst du nicht nur das Verhalten, das du für den Tag ausgewählt hast, Sitz, Platz, Fuß und so weiter, sondern auch eine dauerhafte Einstellung zur Arbeit mit dir. Wenn du mit einem Hund trainierst, der müde ist, der sich langweilt oder abgelenkt ist, dann wird die Einstellung, die dein Hund mit dem Trainingsszenario verbindet, nicht besonders positiv sein. In diesem Video verraten wir dir, wie oft du deinen Hund trainieren solltest. Nummer 1. Denken ist harte Arbeit. Du kannst nichts tun, um die Aufmerksamkeitsspanne deines Hundes sofort zu erhöhen. Das wird mit der Zeit passieren. Was du jedoch sofort tun kannst, ist darauf zu achten, dass du nur so lange trainierst, wie du die volle Aufmerksamkeit deines Hundes hast. Auf diese Weise übt er nie, sich von dir abzuwenden und sich zu lösen. Egal, ob dein Hund sich nach einer Minute, 2 Minuten oder sogar nach 45 Sekunden von dir löst, du solltest immer kürzer trainieren, als seine erwartete Aufmerksamkeitsspanne ist. Nummer 2. Wie du aufhörst, so fängst du an. Wenn du die Trainingseinheit mit einem müden, desinteressierten und gelangweilten Hund beendest, wird er die nächste Trainingseinheit auch so beginnen. Du solltest deinen Hund nicht verängstigen, indem du ihm mehr abverlangst, als er leisten kann. Bleib auf jeden Fall unter der maximalen Konzentrationszeit deines Hundes, wenn du trainierst. Das heißt, wenn dein Hund sich eine Minute lang konzentrieren kann, trainiere 45 Sekunden. Wenn er sich 45 Sekunden lang konzentrieren kann, trainiere 30 Sekunden und so weiter. Nummer 3. Jeder Hund steigert seine Aufmerksamkeitsspanne. Jeder Hund verbessert seine Aufmerksamkeitsspanne mit der Zeit. Wenn du wirklich nur so lange übst, wie dein Hund sich konzentrieren kann und das Training ansprechend und lustig gestaltest, verspreche ich dir, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne deines Hundes verbessern wird. Besonders bei Welpen ist es erstaunlich, wie drastisch sich ihre Aufmerksamkeit mit dem richtigen Ansatz erhöht. Und Nummer 4. Wie oft sollte man trainieren? Jetzt, wo du weißt, wie lange du deinen Hund trainieren solltest, wie oft am Tag solltest du das Training einplanen? Idealerweise solltest du tatsächlich versuchen, jeden Tag zu trainieren. Da du bereits weißt, dass diese Trainingseinheiten sehr kurz sein werden, brauchst du keine Angst haben, dass du endlose Stunden investieren musst. Wenn es dir möglich ist, sind eine kurze Morgen-, eine kurze Nachmittags- und eine kurze Abendsitzung fantastisch. Aber auch nur eine einzige kurze Trainingseinheit pro Tag wird sehr erfolgreich sein, wenn du dich konsequent daran hältst. Am einfachsten ist es, wenn du die Trainingseinheiten in deinen Tagesablauf einbaust. Nimm dir zum Beispiel ein paar Leckereien und gehe ein paar Übungen durch, während dein Morgenkaffee kocht. Du kannst das Warten vor der Tür üben, wenn du den Müll rausbringst. Du kannst sogar in der Werbepause trainieren, während du deine Lieblingssendung im Fernsehen siehst. Wenn du merkst, dass dein Hund weniger motiviert scheint, hast du es vielleicht übertrieben. In diesem Fall solltest du die Trainingshäufigkeit ein wenig zurückschrauben. Aber fast alle Hunde kommen mit ein paar lustigen und kurzen Trainingseinheiten pro Tag gut zurecht. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.